Kreuzfahrt, ja. Na, ich hab das. Du hast eben halt diesen Satz gesagt, so, ich will in 5D sein. Da habe ich gesagt, ja, mach doch einfach. Das hier macht einiges um einiges klarer. Das sind die 7 Bewusstseinsebenen von Johann Kössner. Sehr cool aufgeschrieben. Bewusstsein ist eine Reflexion der Seelenidentität. Die Seele ist eine gespeicherte, ist die gespeicherte Evolution des individuellen Selbstes, die Kausalseele. Raum und Zeit sind die Plattform, auf der die sich entwickelnde Kausalseele Form annimmt und in reflexiver Wahrnehmung erkennbar wird. Bewusstsein kommt zum Ausdruck in einer drittdimensionalen Wert- und Weltanschauung und daraus folgt ein entsprechendes Verhalten. Da sind wir wieder bei den Wertvorstellungen und Urteilen. Einfach mal sein lassen, da kann man beobachten. Wenn auch der Bewusstseinsprozess fließend ist, lässt sich doch eine siebenfältige Kategorisierung und Zuordnung feststellen, wobei in jedem Individuum eine Art von Zerrbild existiert. Fast immer läuft der Mentalkörper voraus. Die Gedankenfelder sind besonders bei Bewusstwerdenden oft schon in der 7. Bewusstseinsstufe, während andere Seelenteile des Kausalkörpers noch in der 5. oder 6. Ebene dominant dem Wesen seine Prägung geben. Sprich das, was wir so ausdrücken, ne? Was wir so ausstrahlen gerade, was wir gerade sind. Unterm Strich. Am stärksten bekommt die Seelenreife in einer ethisch-moralischen Qualität ihre Ausdrucksrealität. Hier wird Bewusstsein zum Tun und damit Wirklichkeit. Im Tun der Manifestation des Bewusstseins liegt somit der wirkliche Reifezustand, wobei Schwankungen natürlich sind und nicht traurig stimmen sollten. Es gibt keine Rückschritte. Ja, wenn man im Moment mal zwischendurch depressiv ist und Durchhänger hat, einfach mal zulassen, passieren lassen, dann geht das vorbei. Wenn man sich damit identifiziert, tut man noch genau das, was man nicht tun sollte. Und ja, dann ist man schon im Beobachtungsmodus und damit in 5D. Da wertet man nicht mehr, das ist genau das. Aber da kommen wir jetzt zu. Es kommt bei fast jedem von uns Bewusstwerdenden immer auch noch zu Verhaltensmustern, die einer niedrigeren Bewusstseinsstufe entsprechen. Betrachte solche Rückkopplungen als Reste eines Herauspendelns in eine niedrigere Entwicklungsphase. Ja. Der Begriff der geistigen Sphären entspricht aus dem Buddhistischen kommend einer solchen siebenfältigen Hierarchie der Bewusstseinsstufen. Der Buddha hat es die 7 Himmel genannt. Wenn nun im Folgenden hierarchische Ebenen gezeigt werden, so soll es damit nicht zu einer Wertordnung kommen, die an Menschen unseres Umfeldes als soziale Rangordnung eingesetzt wird, sondern in erster Linie als ein Spiegel für jeden selbst, um sich in seinem Entwicklungsstand erkennen zu können, und zwar in den anderen. In dem Moment, wo ich irgendjemanden negativ werte, tue ich das mit mir. Es ist mit diesem Raster natürlich auch möglich, den Stand der Weiterentwicklung eines uns umgebenden Personenkreises zu erkennen und damit entsprechende Verhaltensweisen leichter zu verstehen. Deswegen weiß ich und ich sehe, dass gerade, ne, hier Personenkreises, den kann man ausweiten auf 7,5 Milliarden Menschen, da sind wir alle. Und wenn ich mal angucke, was wir alle so für geistigen Output zum Beispiel im Facebook dann halt eben äußern, da kann ich sehen, wo wir gerade stehen. Gerade solch tiefes Erfassen kann zu hoher Toleranz und zum Verständnis gegenüber seiner Umgebung beitragen. Im Anschluss soll auch eine grafische Darstellung einen Überblick des planetaren Zustandes deutlich machen. Die Bewusstseinsstufen, ich nenne sie auch einfach Ebenen, aber alle, also das ist nichts Hierarchisches. Also keiner, der noch merkt, dass er jetzt in der ersten Stufe sich gerade befindet, wenn er das hier mitbekommt, sollte sich deswegen schlecht fühlen. Das ist einfach sein Bewusstseinszustand. Das Tolle ist,
dadurch, dass wir da anfangen, drüber nachzudenken und uns damit zu beschäftigen, sind wir in der Lage, den zu ändern. Das heißt, jeder, der in der ersten Stufe sich findet und gerne in den siebten möchte, ne, seid mit uns in Gedanken und tauscht euch aus und dann kommt ihr da automatisch höher. Das ist Bewusstseinserweiterung. Dafür braucht man keine Drogen oder sonst irgendwas. So, die erste Bewusstseinsstufe, der Mensch lebt unbewusst und schicksalsbezogen. Die Antriebe des Lebens kommen aus dem tierischen Motivationsfeld, triebbedingt, egobezogen. Es existiert kein komplexes Verstehen von größeren Zusammenhängen und Langzeitwirkungen. Weil man die nicht erkennt, weil man sie nicht sieht, weil die Zeit auch noch so langsam geht, ne? Vordergründig oberflächliche Prioritäten bestimmen die Verhaltensmuster. Gut ist das, was im Moment nützt. Primitive hedonistische Lebenshaltung spiegelt sich hier täglich, alltäglich. Wahllose augenblickliche Bedürfnisbefriedigung ist das signifikante Kennzeichen einer solchen Bewusstseinsstufe. In der Partnerschaftsreflexion zeigt sich solches Bewusstsein äußerst instrumentell. Der Partner hat meinen Gelüsten und Bedürfnissen zu entsprechen und zu dienen. Zweite Bewusstseinsstufe. Dämmerungszustand. Das Verhalten wird beginnend hinterfragt. Der Lebensvollzug wird zwar noch vorwiegend in einem gesellschaftlichen Ablauf verstanden, dem man sich nicht entziehen darf und kann. Höchste Form von Fremdbestimmung und Unterordnung. Andere geben an, was ich zu tun habe, und es stört nicht oder kaum. Illusionistische Gottgefälligkeit. Immer noch bestimmen materialistische, egobezogene Prioritäten den individuellen Lebenslauf. Was das Kollektivbewusstsein vorgibt, ist richtig. Man darf nicht anders sein. Durch das milieubedingte Muster haben Vorgabecharakter. Man ordnet sich kritiklos ein und unter. In der Partnerschaftsreflexion zeigt ein solcher Bewusstseinszustand eine Ausrichtung nach funktioneller Ergänzung. Die räumliche materielle Maske des Partners bekommt besonderes Gewicht. Trotzdem bleibt der instrumentelle Bezug zum Partner im Vordergrund. So, und das ist nicht unbedingt Lebenspartnerschaft, sondern Partnerschaft. Also Partner ist eigentlich mal gerade der gerade vor mir sitzt. Das ist mein Sparringpartner. In dieser Situation, genau in der Form, wie ich sie brauche, um das erleben zu können, was ich erlebe. Dritte Bewusstseinsstufe. Bewusstwerdung im Gefühlsleben. Der emotionelle Aspekt tritt in den Vordergrund. Das primäre Ego entdeckt seine soziale Resonanz. Das Geltungsbedürfnis gesellschaftlicher Rangordnungen wird entscheidend. Wer zu sein wird wichtig. Damit werden die kollektiven memischen Muster besonders einflussreich. Ne, Mimetik, wer es noch nicht, guckt euch Vera F. Birkenbiel an. Viren des Geistes, der komplette Vortrag auf YouTube zu finden. Mimetik, nur kurz um es abzuhören, ein Mem gibt vor, ein Fakt zu sein, ist aber keiner. Nur so mal als Denkanstoß, und mit solchen Memen haben wir sehr viel zu tun, weil die Überzeugungsmuster schaffen. Abstammungsbezogene soziale Wertperspektiven haben Dominanz. Kleinbürgerliche, städtische wie dörfliche Denkschienen werden zu einem hohen Prinzip. Hinter solcher Scheinwelt bricht das individuelle Ego oft aus und schafft sich im Geheimen versteckte Verhaltensmuster. Man fühlt sich aber weitgehend dabei schuldig. Karriere, beruflicher Erfolg, Ansehen werden zum Antriebsgenerator. Solche lokalen, kollektiven Vorstellungen werden zu Automatismen und kaum noch hinterfragt. In der Partnerschaftsprojektion tritt das emotionale Bezugsfeld in den Vordergrund. Emotionale Resonanz und Übereinstimmung bestimmen vorrangig die Partnerwahl und damit auch eine überstarke Anbindung und Fixierung. Diese kann oft kippen und sich in ihr Gegenteil umkehren, was sich bis zu aggressivem Hass steigern kann. Vierte Bewusstseinsstufe. Bewusstwerdung auf der Mentalebene.
Mentale Neugier, Wissensdurst und Erkenntnisdrang treten in den Vordergrund. Nicht mehr das Materielle, sondern das Geistige, wenn auch noch im Mentalbereich, wird wichtig. Das Hinterfragen seiner ideologischen Programme setzt ein. Kritische Distanz zum kollektiven Bewusstsein eröffnet einen Abnabelungsprozess. Oft aber noch Polaritätskämpfe. Wer hat recht, ich oder die anderen? Beginn eines autarken ethischen Gefühls, unabhängig äußerer Normen. Hinter sich lassen familiärer Muster, religiöser Zwänge, ideologische Okkupation, kollektiver, memischer Muster. Aufmerksamkeit gegenüber individuellen Resonanzen, Entdecken des Karma-Prinzips. Im Partnerbezug tritt Geistigkeit in den Vordergrund. Mentale Übereinstimmung wird zu einem entscheidenden Faktor. Hohe Trennungsbereitschaft, Intelligenzübereinstimmung spielt große Rolle. Partner, die einander wertfrei zuhören können und tolerant zueinander sind, ziehen sich gewaltig an. Und da haben wir das, wo ich eben von gesprochen habe, wo auf einmal die kuriosesten Paarkonstellationen zwischen Hippies und Tussis und Punks und Skins wiederfindest, wo du, wo die Leute noch kurze Zeit vorher noch gesagt haben, dass sie sich das nie hätten vorstellen, mit einem solchen Partner zusammen zu sein und Zeit zu verbringen. Fünfte Bewusstseinsstufe: Erwachen des metaphysischen, mythischen, der metaphysischen, mythischen Kräfte. Die Geistschöpfungskraft wird wahrgenommen und allmählich auch begonnen, sie umzusetzen. Das Präkognitive des menschlichen Wesens wird erfasst. Ich erschaffe bewusst meine Realitäten durch Gedanken und Bewusstseinskraft. Das Erkennen der Wirkmacht auf sein Umfeld und letztlich im morphischen planetaren Sinn auf den ganzen Planeten. Die Kontrolle über die Kräfte seines niederen Selbstes, Gefühlsreflexion, Mentalreflexion und Eigensinn wird zum Persönlichkeitsprinzip. Ausscheiden aus Vereinigungen traditioneller, vereinsmäßiger politischer und religiöser Anbindung ist ein häufiges Zeichen. Wertfrei gegenüber allen Strömungen. Die große Entbindungsstation von alten Ketten. Oft auch ein vorübergehender Weg in das Alleinsein. Alleine, offenes philosophisches Denken, auf der Suche nach tiefer liegender Wahrheit und echter Erkenntnis. Macht es auch Sinn, ne? Endlich mal zuzuhören, was denn andere so wahrnehmen. Karma-Bewusstsein wird zum angewandten Verhaltensregulativ. Was ich sähe, ernte ich. Äußeres Zeichen ist spiritueller Vegetarismus. Das Seelengeschwister-Tier wird bedingungslos respektiert. Echte Moralität übernimmt den Lebensfahrplan. Ausklinken aus passiver karmischer Abhängigkeit und Kausalität. Der Beginn der Souveränität ist erreicht. In der Partnerschaft wird höchste Übereinstimmung auf geistiger Stufe gesucht. Frühere Prioritäten lösen sich als Gewichtigkeiten auf. Nur noch wenige Menschen im Umfeld können eine solche Partnerrolle erfüllen. Sechstens. Sechste Bewusstseinsstufe. Ne? Kommt uns irgendwie bekannt vor alles. Ne? Ja. Sechste Bewusstseinsstufe. Universelle Liebe. Das Wesen auf dieser Stufe wird zu einer priesterlichen, geistigen Instanz. Sein Strahlungsfeld erreicht überdimensionales Gewicht. Sein Dasein ist wichtiger als sein Tun. Der Mensch auf dieser Stufe hört auf zu kämpfen, er lässt zu. Sein Ego wird auf die dreidimensionale primäre Lebensbereichsebene zurückgerufen. Die Trennung zwischen dem höheren und niederen Selbst wird aufgehoben und allmählich eins. Die Seeleninstanz tritt die Autorität im Leben an, wird zugelassen. Ja. Ja. Bauchi. Das Einssein mit allem, was ist, tritt vom Wissenden in den erfühl- und erfahrbaren Bereich. Kommunikationsfähigkeit mit Tier, Pflanze und Kristall wird wahrgenommen. Die drittdimensionalen Barrieren und Grenzen beginnen sich aufzulösen. Alles wird möglich.
Das Geistwesen wird als Chefinstanz installiert. Die materiellen Kräfte und die dreidimensionalen Bereiche strukturieren sich nach dem Geisteswillen. Das ist der Punkt, Übergangszone, wo die göttliche Quelle wachsend in einem individuellen Wesen in Erscheinung tritt. Auf dieser Stufe eines menschlichen Bewusstseins wird der zwangsgesteuerte Reinkarnationszyklus beendet. Die Frequenzstruktur einer solchen Wesenheit wird allvernetzbar und beginnt mit hohen Wesenheiten bewusst in telepathische Kommunikation zu treten. Sie beendet ihre Reife in Raum und Zeit und schließt einen solchen Lernzyklus ab. Die Erde bietet im Moment eine optimale Rahmenbedingung an, ein Gnadengeschenk, in kürzester Zeit durchs Ziel von Raum und Zeit zu laufen. Die Partnerschaft bekommt eine neue Dimension. Jede Form von Besitz oder Verpflichtetheit wird überwunden. Der ganze Reichtum einer dreidimensionalen Partnerschaft kann gelebt und erfahren werden, ohne dass daraus Zwänge und Abhängigkeit erwachsen. Alle untergeordneten Bereiche einer Partnerschaft in Raum und Zeit werden in himmlischer Freiheit gegenseitig geschenkt und erlebt. Himmlisch in Anführungsstrichen. Eine Spiegelung des Muttergott-Vatergott-Prinzips. Siebte Bewusstseinsebene. Unio Mystica. Das in der sechsten Stufe in Gang kommen des All-Eins-Seins tritt in volle Verwirklichung. Damit ist ein Gott geboren. Göttliches Bewusstsein, das sich in der sechsten Stufe immer stärker in den Vordergrund gerückt hat, wird zur Manifestation. Hierher gehört auch der Begriff des aufgestiegenen Meisters. Alle Aus- und Eingrenzungen zwischen der äußeren und inneren Welt lösen sich auf. Die Materialgesetze oder Materiegesetze verlieren ihre Wirkung auf das Wesen. Das Wandern zwischen der Außen- und der Innenwelt benötigt keine Inkarnation mehr. Das ist, wenn du die Wahrnehmungskugel um dich herum aufgebaut bist und dich als die unsterbliche Seele wahrnimmst, die in dieser Wahrnehmungskugel drin sitzt, auf der der ganze Spektakel abläuft, was ich wahrnehme. Ne? Und dann kannst du switchen. Dann kannst du von 5D in 3D, kannst beides gleichzeitig wahrnehmen, das ist das Coolste. Das heißt, du nimmst das absolute Drama wahr, das absolute Spektakel und weißt, dass es nur ein Film ist, ein Erlebnis, das ich als unsterbliche Seele nicht fürchten brauche, weil ich den Tod nicht fürchten brauche. Und wenn ich den Tod nicht fürchten brauche, brauche ich mich eigentlich vor gar nichts zu fürchten. Und wenn ich dann auch noch nichts besitze, kann ich noch nicht mal mehr was verlieren. Aber ich brauche ja nichts zu besitzen. Ich bin ja derjenige, der diese Wahrnehmungskugel lenkt. Die Polarität ist gemeistert und braucht nicht mehr in einer dichten Form angenommen werden. Die Polarität ist gemeistert, wenn ich mein letztes Tabu gebrochen habe, es geschafft habe, über diese Mauer, die vorher mein Tabu gebildet hat, rüber zu gehen, das für mich Unvorstellbare und Perverseste zu denken, was ich mir nur vorstellen kann, und dadurch aber Überblick zu bekommen und Verständnis dafür, warum andere Leute, die ich als Gegner ansehe, meine Gegner sind, weil sie halt eben die andere Seite sehen und durch die Tabumauer genauso wenig darüber kommen. Der aufgestiegene Meister, Gott, jeder von uns hat die Möglichkeit, einfach zu sagen, Moment mal, bevor ich jetzt weiter auf meiner Meinung rumreite und irgendwie, ne, ich will ja noch irgendwo hin, habe ich den Eindruck, und vielleicht ist es mal ganz gut, meine Denkmuster zu überdenken und wirklich mich damit zu beschäftigen, wo in meinem Leben ich noch Tabus habe, die mich alle immer daran hindern, klar zu denken, klar zu sehen, den Überblick zu behalten, beide Seiten des Yin und Yang ansehen zu können, ohne dabei emotional kompromittiert zu sein. Das ist eigentlich das Einzige, was die Tabus hervorrufen. Wenn ich beide Seiten vor mir sehen kann und die ganze Schlacht, die dazwischen stattfindet, dann bin ich raus. Dann sehe ich weder in den einen noch in den anderen die Guten oder die Bösen, sondern sehe Menschen,
die sich jeweils eine Sache von einer Seite angucken. Nichts weiter. Und ich kann in dem Fall nur dazu aufrufen, brecht eure Tabus, erlaubt euch mal das zu denken, was ihr bis jetzt, was eure Tabus euch verboten haben zu denken. Und dann seht ihr, wie das geht mit der geistigen Erweiterung. Das ist, man kann das überall sehen, man kann das überall beobachten. Es ist dem Wesen überlassen, ob, wann und wo, durch wen es möglicherweise als Avatar in einer polaren, dichten Welt inkarniert. Diese siebente Stufe ist auf dem Planeten nur in Promillegröße vorhanden, wobei aber im Zieleinlauf der Zeit des Jetzt eine große Schar anschließen und ankommen wird. Ne, wie gesagt, das hier ist kein Wettrennen, es geht nicht darum, wer als Erster da ist, es geht darum, wann der Letzte, der da dabei sein möchte, mit rübergekommen ist. Dann sind wir alle drin. Und dann können wir alle Party machen. Gemäß dieser Vorgaben. All jene Zeitgenossen, die sich in der sechsten Bewusstseinsstufe bewegen, können damit rechnen, dass sie im Zeitzieleinlauf unseres Zykluses bis 2012 diesen Zustand erreicht haben werden. Ja? So, knapp 2 Monate. Durch Texte wie diese, Videos wie diese, deine Gedanken, während du sie hörst, die Kommentare, die du eventuell drunter setzt und Zugang zu den Gedanken anderer hast, wenn du nicht irgendwen als Spinner abtust, sondern liest, was in deren Köpfen vorgeht und es einfach zur Kenntnis nimmst, eventuell dem einen sogar was abgewinnen kannst, das andere lässt du einfach für andere liegen. So einfach ist das, sich vorzustellen, wie wir es tatsächlich gerade schaffen, bis 21.12.2012 den Status quo maßgeblich zu ändern. So, und da ist für mich ist nichts, woran ich glauben oder zweifeln könnte. Ich sehe, dass es gerade passiert. Du gerade auch. Wenn du hinguckst. Aber du guckst ja schon mal auf den Bildschirm. Guck in den Sinn. Was die Partnerschaft betrifft, werden die bis zur sechsten Stufe von Relevanz befindlichen polaren Partnerschaften, die werden hinfällig. Man kann wohl annehmen, dass eine solche Seelenharmonie, die sich in der sechsten Stufe schon zeigt, in der siebten nochmals erhöht wird und als eine Art von schöpferischer Mutter-Vater-Gott-Einheit höchste Strahlungs- und Reflexionswirkung erzielt. Diese Darstellung ist nach einer Anregung aus dem Buch Menschheit im Dornröschenschlaf von Werner Günther reflektiert. Am Ende des magnetischen Muluk im Jahre des Obertonsamens, am 26. Tag des rhythmischen Mondes Lunarer Samen. Nochmals möchte ich darauf hinweisen, dass die meisten von uns sich gleichzeitig in 2 oder sogar 3 Bewusstseinsfeldern gespiegelt erkennen. Was besonders den dynamischen, aber auch den sich intensiv verändernden Bewusstseinszustand jedes Einzelnen von uns in der heißen Transformationszeit des Jetzt zeigt. Nach Werner Günthers Angaben würde sich im Moment auf dem Planeten Erde folgende strukturelle Zuordnung der 5,9 Milliarden individueller Menschen zu diesen 7 Bewusstseinsebenen ergeben. Man kann halbwegs erkennen, wann dieser Text geschrieben worden ist. Es muss ungefähr 10 Jahre her sein, da waren wir, glaube ich, zu 6 Milliarden. Knapp 95%, aber ich denke, diese Prozentzahlen können wir dafür mittlerweile nach oben oder unten schrauben. Auch das lässt sich jetzt korrigieren, der Text ist nicht mehr aktuell. Aber inspirierend. Knapp 95% würden sich von der ersten bis zur vierten Stufe befinden, wobei die dritte Stufe mit knapp 2/3 Anteil der gesamten Menschheit absolut dominant mit knapp 4 Milliarden menschlicher Individuen das Hauptgewicht ausmacht. Wenn man davon ausgeht, dass der Planet Erde ein viertdimensionaler Planet ist, sich dort aber nur 7,5% bewusstseinsmäßig befinden, lässt sich wohl eine Mangelentwicklung mehr als deutlich erkennen. Nur knapp 450 Millionen befinden sich somit in dieser vierten Bewusstseinsebene. Erfreulich allerdings ist, dass bereits 3,5% der Erdbevölkerung die fünfte Bewusstseinsstufe erreicht haben
und mit mehr als 200 Millionen Individuen ein beachtliches Heer von Geisteswesen herangereift ist. Auch die sechste Stufe, die prophetische Stufe, soll schon 1,8% der Erdbevölkerung, das sind mindestens 106 Millionen Personen, erfüllen. Wenn sich auch nur ein Promille der Erdbevölkerung auf und der siebten Stufe befindet, nach diesen Angaben sind das immerhin schon mehr als eine halbe Million menschliche Individuen. Auch wenn wir davon ausgehen können, dass wir noch von den unteren Gruppen viele Individuen nachrücken werden, hat sich wohl die Erde als Entwicklungsplanet gelohnt. Da geht mir gerade jetzt noch zu durch den Kopf. Das muss mindestens 10 Jahre alt sein. Ich sehe es hier nicht genau, es ist nicht angegeben. Wir sind inzwischen über 7,5 Milliarden. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob 911 zu der Zeit, wo dieser Text verfasst wurde, schon passiert war. Ich möchte nochmal daran erinnern, für all die, die im Moment nur den Scheiß in der Welt sehen und den vollständigen Glauben an die Menschheit verloren haben, daran erinnern, dass seit diesem Ereignis, bei dem 3.500 lächerliche Seelen für uns eine Heldentat vollbracht haben und dieses Spektakel mit möglich gemacht haben, mit dem ganzen Entsetzen, was dazugehörte. Weil wenn das nicht passiert wäre, wären wohl die meisten Menschen auf diesem Planeten noch in einem weitaus größeren Dämmerzustand als 10, 11 Jahre später, das heute der Fall ist. Guckt mal, was wir für eine, was für eine Denkqualität wir heute haben, die wir vor 10 Jahren definitiv noch nicht hatten. Dazu kommt, dass das Internet mittlerweile halt wirklich genau das geworden ist, was vor 10 Jahren Telefone sowieso schon waren. Handys waren es damals schon fast, aber eben einfach eine Selbstverständlichkeit geworden. Wir haben im Internet angefangen, offen uns auszutauschen. Wir haben angefangen, unsere Tabus zu brechen. Wir haben angefangen, uns selbst zu erlauben, jemanden nicht als Spinner zu verurteilen, sondern ihm einfach mal zuzuhören und dadurch unseren Geist erweitert. Wir haben festgestellt, dass wir von allen lernen können, wenn wir das tun, statt sie als Spinner abzustempeln. Es ist so leicht, jedem Menschen was abzugewinnen. Man muss ihm einfach zuhören. Und dann kann ich sehen, was in seinem Kopf vorgeht. Wer hat denn was im Kopf? Es gibt niemanden, der nichts im Kopf hat. Vielleicht hat jemand was gerade im Kopf, was mich gar nicht interessiert. Aber das ist ja meine Sache. Passiert auch. Es gibt genug Leute, die, keine Ahnung, die sich jetzt gerade mit irgendwelchen Sachen, die im Mainstream kommen, beschäftigen. Interessiert mich nicht groß. Mich interessiert vor allen Dingen, was die Leute im Kopf haben, die jetzt und hier sind. Und die wirklich sagen, was sie denken. Und von da bin ich mittlerweile dankbar für jeden Kommentar. Auch die hässlichen. Also ich werde weiterhin fischi, fischi, fischi spielen mit den Leuten, die anderen einfach unter die Gürtellinie treten. Wo ich finde, dass das nicht sein muss. Aber jeder soll einfach seine Meinung, also die Diskutiererei, haben auch aufgehört irgendwie, ne? Also ich habe schon lange nicht mehr so diese endlos langen Diskussionen, die wir uns früher in Foren noch geliefert haben, habe ich lange nicht mehr mitbekommen. Es ist so ein schöner, flüssiger Austausch geworden. Wenn ich mir angucke, wo die Welle gerade steht und ich sehe, dass sie noch 2 Monate hat, um sich noch weiter aufzubauen. Das ist der Tsunami von 2004 im Kindergarten. In diesem Sinne danke ich für die Gelegenheit, das mal vorzulesen. Ich fand das schon wahnsinnig inspirierend, als ich das erste Mal gelesen habe.
Ich bin froh, dass ich es heute nochmal hören durfte. Dankeschön. Namaste. So, kurzen Gedanken will ich noch. Ja, mach schnell selber. Ja, oder ja. Ich halte es weg, und aber nicht hin. Hier kam gerade noch ein Gedanke auf, den ich auch selber für mich gerade auf jeden Fall festhalten will und ich nicht mehr vergesse. Der Festus sagte gerade, dass er das auch nicht wertend meint, wenn er irgendwie sagt, ja, ich sehe da halt eine gewisse Entwicklungsstufe bei jemandem und dann ist er halt erst da. Und mir fiel auf, Moment, da stimmt was nicht. Lass das erst weg. Der ist nicht erst da, sondern der ist da, an der Stelle. Wenn ich nämlich meine, er sei erst da, dann meine ich, ich sei weiter. Dann wäre nicht das Ziel da irgendwo in der Ecke. Ja, dabei sehe ich dann aber nicht, dass das Ziel überall um uns rum ist. Der Weg ist das Ziel. Und der ist nicht erst da, sondern der ist da, an der Stelle. In dem Moment vielleicht in Bewusstseinsstufe 3 oder was weiß ich was. Ne, und ich kann es sehen, weil ich die Bewusstseinsstufen wenigstens jetzt erkennen kann. Und ja, da ist das noch in der Sprache. Ich weiß genau, was der Festus meinte. Er meinte es nicht wertend, aber er drückt es noch wertend aus. Und unsere Worte sind Zauberworte, sind Zaubersprüche. Ne, das ist das Problem. Deswegen finde ich das gerade so bemerkenswert, dass ich noch kurz ein Video darüber machen wollte. Die Sprache ändern entsprechend. Dieses erst weglassen. Der ist erst da. Dann ist das logisch, wenn wir noch so reden, dass andere Leute meinen, wir würden uns als was Besseres empfinden. Das ist dann sehr schwer, den Leuten zu zeigen, dass wir das gar nicht so meinen. Ändern wir diesen Sprachgebrauch, haben wir Zugang zu neuen Möglichkeiten. Lasst uns rausfinden, was es ist. Solche Sachen einfach weglassen. Der ist nicht erst da, der ist da. Und das ist gut so. Der wird nicht lange da bleiben. Wenn wir ihn da nicht festtackern, kann er sich frei bewegen. Und dann wird er nicht lang da sein. Dann kann er auch eine immer höhere Bewusstseinsstufen dann auch bewusst wahrnehmen. Und schön, das ist gut. Ne, genauso funktioniert das. Dankeschön.